Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Space Engineers. Yeah. Ich bin hier bei unseren alten Meteoriten, Asteroiden, kack die Wand an Klotzstein-Ding da. Egal was das ist. Auf alle Fälle, so sieht das eigentlich aus. Wir haben ja hier überall dann das ganze schön Stein weggejagt, damit wir mit der Station wegfliegen konnten. Ist wunderbar. Schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und der Driller steht ja noch da, den habe ich ja stehen lassen. Und dieses schöne Stück Scheiße hier möchte ich mal mitnehmen. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon ein paar Probleme gehabt, weil ich auch ein bisschen weiter gebaut habe schon. Zwischendurch. Ich habe mir noch ein paar Sachen gegönnt. Hallo, drehst du dich? So, Station neu hier. So, ja, dieses Mal wieder ohne Phil, der ist wieder mal nicht anwesend, warum auch immer, keine Ahnung, wie immer natürlich. Ich habe ihn am Wochenende, also vorgestern, geschrieben, auf WhatsApp leider keine Rückmeldung, deswegen, ja, Pech. Muss ich halt damit leben, er muss dann auch damit leben. Ganz einfach. So, hier ist unsere Station, ich habe sie markiert, damit ich wieder nach Hause finde. Und die schaut einfach nur grottenhässlich von hinten aus. Und da ist noch auch alles kaputt. Und was ist denn hier? Hier steht noch ein Schiffchen. Ja, da steht noch ein Schiffchen. So. Ich glaube, unser Schiff ist jetzt einfach nur in der Nähe und nicht direkt dran. So. Und zwar habe ich ja mit Phil abgemacht, dass ich so ein Schiff baue, dass wir vorschicken und einfach reinknallen lassen, und das wird diese sein. Hier vorne ist ein bisschen spitz. Da habe ich Raketenwerfer eingebaut. Das heißt, wir können vorher noch mal richtig reinbullern, damit wir ja reinkommen. Dann durch die Schräge spalten wir das Ganze auf und hier wird dann das Ganze nochmal aufgespalten. So ist das Ziel. Also eigentlich laut Theorie, was ich habe, müsste man einfach durchfliegen können durch das Schiff. So ist mein Plan. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber der Plan ist mal so. Einfach so durchs Schiff durchschlittern. Hier unten das Triebwerk gehört weg. Das war nur Testzwecke. Naja, eigentlich nur Notlösung, weil ich das Schiff verloren hatte. Und ein Triebwerk verloren hatte. Denn in der Nähe so, hier ist Cockpit. Hier haben wir Gyro. Vorne ist auch noch ein Gyro. Und hier unten ist ein Triebwerk drin. Das ist im Schiff, nicht außerhalb. Und das war das Problem. Denn... zurechtfinden. Das war das Problem, weil das Triebwerk eins weiter vorne war, das schließt er hier ab. Und das Triebwerk hat nicht nur ein Block, zwei Block, sondern drei Blöcke weiter vorne Schaden gemacht und hat mir dann das andere Triebwerk, was nach unten gerichtet war, kaputt gemacht. Somit hatte ich kein Triebwerk mehr nach unten und das Schiff ist einfach davon geflogen. Deswegen musste ich sich kurzerhand mal hier ein Triebwerk dran bauen, damit das Schiff wieder stabil ist. So, jetzt kann man das Triebwerk eh abbauen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Mittlerweile getestet, dass es mit 3 klappt. Ich weiß, wenn ich hier irgendwo reindonner, werden die Triebwerke wahrscheinlich verloren gehen. Das habe ich mir schon gedacht, aber okay, soll es sein. Das Schiff, wie gesagt, ist ja eigentlich zum Zerstören gedacht gewesen. War ja eigentlich nicht so geplant, dass man das Schiff dann zum Überleben hat. Aber mal gucken. So, hier habe ich eine Medical Station eingebaut, also wo wir wieder respawnen können, falls wir reindonnern. Und das auf irgendeine Weise überleben sollten, können wir sagen, okay, zock, Selbstmord und hier rein. Oder wenn wir durchfliegen und dann rausgehen und erschossen werden, dann können wir jederzeit wieder in das Schiff respawnen. So mein Plan. Das Schiff lässt sich eigentlich relativ gut fliegen. Von der Geschwindigkeit her haben wir hier 5 Antriebe, das genügt. Man könnte hier noch ein paar mehr machen, aber ich glaube, dann ist das nicht mehr so gut unter Kontrolle zu halten, das Schiff. Und mir gefällt eigentlich von Design her, also ich sag's mal so, theoretisch müsste er hier richtig aufspalten und dann wird's hier nochmal nachgespalten, sozusagen. Bricht er die ganze Hülle nochmal erneut auf. Und durch den Raketenwerfer. Ich habe es absichtlich nicht spitz gebaut. Machen wir schon mal ein Loch rein, damit das nicht einen Frontalzusammenstoß gibt, sondern er bohrt sich erstmal ein Loch mit die Raketen rein und dann reißen wir das ganze Schiff auseinander. So der Plan.
Mal gucken. So, hier haben wir unser Schweißschiff und unser großes Schiff. Ich weiß gar nicht, wie weit wir in der letzten Folge waren. Mittlerweile sieht es ja cooler aus schon, finde ich persönlich. Den Reaktor habe ich offline fertig gebaut, damit es nicht zu lange dauert. Und auch noch ein bisschen befüllt, muss ich dann noch mehr befüllen. Aber das sehen wir dann. Was ich mir natürlich noch frage ist, ich habe jetzt keinen Ingame-Sound. Damit müsst ihr jetzt leider leben. Ich habe den deaktiviert, weil ich offline gespielt habe. Und da habe ich nebenbei Video geguckt und den Sound deaktiviert. Und jetzt ist es blöd raus zu switchen und den wieder zu aktivieren. Deswegen müsst ihr damit leben. Wir gucken uns mal die ganze Sache an. Wir haben hier 3, hier 2. Das heißt, hier die Ecke gehört noch hochgezogen. So wie ich das sehe. Und vermute, sind das jetzt schwere? Ja. Müssen wir die Ecke noch hochziehen? So, komm. Damit das alles... Der passt hier aber nicht rein, oder? Doch, schwerer, okay. Das ist komisch, ganz ehrlich. Das finde ich komisch, so. So. Und so. Blab, blab, blab. Wie gesagt, es ist ein bisschen doof ohne Sound, aber was soll ich machen? Ich möchte jetzt die Aufnahme deswegen nicht beenden. Und wieder neu anfangen, nur um den Sound einzustellen. Nein, ich habe den Sound über Windows deaktiviert und komme momentan nicht auf die Windows-Oberfläche so einfach schnell hin. Weil dazu müsste ich das Spiel beenden, um das einzustellen können. Rausswitchen funktioniert leider nicht so ganz gut. Kriegen wir das jetzt irgendwie gebacken, dass ich das hier schweißen kann? Wir werden einfach testen. Ist eh nichts Neues, dass ich alles kaputt mache, gell? Das wissen wir ja alle schon mittlerweile. Aber ist halt so. So. Aber je mehr ich hier mit diesem Schweißschiff schweißen kann, desto einfacher ist die Arbeit für mich. So, und hier nochmal. Und irgendwie ist mir aufgefallen, wenn ich alleine bin, geht das mit dem Schweißen viel schneller, als wenn ich mit viel zusammen bin. Oder weiß ich nicht, woran das liegt. Könnt ihr mir da mal schreiben? Also ihr seht es ja jetzt. Anhand dem, was ich gerade schweiße, dass es viel, viel, viel schneller geht. Oder bin ich einfach nur blöd und bilde mir das ein? Einbildung ist natürlich auch eine Bildung, aber keinerlei Weiterbildung. Na, wobei, eigentlich, je nachdem, was man sich einbildet, kann man ja durchaus sehen oder verstehen, dass das doch Weiterbildung ist. Weil mit Einbildung kann man sich auch weiterbilden. Wenn ich mir etwas einbilde, kann ich mich weiterbilden, dass ich, wenn ich das nächste Mal dasselbe Problem habe, ja weiß, ich habe es mir damals eingebildet, habe ich sozusagen weitergebildet. Und ach, ich erzähle einfach nur Scheiße. Eigentlich nicht, eigentlich stimmt das aber okay. Muss niemand wissen. Muss niemand wissen. Ich bin eigentlich gerade auch verärgert. Ziemlich verärgert. Ja, ja, ja. Warum, weshalb, das wisst ihr ja alle wahrscheinlich. Ich denke es mal, ihr wisst es. Ich hoffe es mal für euch, ihr wisst es. Sonst bin ich ganz traurig. So. Ja, ich bin über den Sound verärgert, dass der ausgeschalten ist. Und ja, auch über andere Sachen. So, zack, hier nochmal. Ich denke mal, wir haben jetzt 8 Minuten. Wir werden dann mit Triebwerken anfangen. Ich möchte dieses Schiff mal außer Haus bekommen. Wobei ich mir noch unsicher bin, wie wir das handhaben wollen. Also, ich denke mal, der Raum hier in der Mitte wird unser Hauptraum sein, weil wir haben von vorne extrem viel Schutz. Wir haben von hinten extrem viel Schutz und von der Seite eigentlich auch, weil hier außen geht es ja noch ein Stück. Nee, da geht es nicht nach außen. Ich dachte, das ist schräg nach außen, so wie hier. Das war da vorne. Ja, aber wir haben ja Schutz durch vorne. Also wir werden wahrscheinlich das Cockpit hier reinbauen und ein Sicherheitscockpit oder zwei Sicherheitscockpits hier hinten hin noch. Damit wir wirklich stabil haben. Hier mein Reaktor auf dieser Seite will ich dann... Da müssen wir mal gucken. Da gibt es ja Batterien. Und die möchte ich hier dann hinklatschen. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Naja, so groß sind sie gar nicht. Den möchte ich aber... Warte, mal überlegen. Wir haben hier einen Reaktor. Ja. Klatschen wir hier die Batterien hin. 1, 2, 3. Ich weiß noch nicht, wie hoch. Ich bin mir da ganz relativ ziemlich unsicher.
Ich möchte auch nicht alle Batterien auf einen Haufen haben. Ja, wobei, eigentlich soll es ja scheißegal sein. 1, 2, 3. Jetzt mal gucken, was wir alles brauchen. Auf alle Fälle mal Stahlplatten. Die Erstellungskomponenten. Metallgerüst. Okay, mal über Stahlplatten rein. Herstellung. Und Metallgerüst. Weil dann, wenn wir das Schiff mal rausbekommen, dann haben wir auch das Problem mit diesen Rumfliegen hier innen drin nicht, weil das nervt schon. So, machen wir hier mal. So, dann haben wir gesagt Metallgerüst, Herstellungskomponenten, Computerwaren, die Herstellungskomponenten. Nehmen wir einfach mal alles mit. Und dann können wir ja gucken, was wir davon wirklich brauchen, was nicht. Es fehlen da noch Energie. Also Zelle, ich dachte Energiezette. Habe ich mich schon verlesen, denke mir. Hä, was willst du mit Energiezette? Dachte ich vielleicht, naja, Computer. Ich habe keine Computer mehr. Nein, ich bin computerlos. Leute, ich habe keinen Computer. Nein. Kein Computer. Nichts. Computer. Und Energiezelle, da müssen wir, glaube ich, produzieren. Nummer 2. Wie sieht denn das Teil hier aus? Sprengstoff, naja, könnte man ja mal versuchen. Schwerkraft. Da, Energiezelle. Machen wir mal 200. Und hier auch nochmal 100. Von den Rohstoffen her sollten wir ja genug haben. Sollte nicht das Problem sein, glaube ich. Was? Ich kann nicht mehr tragen. Was weißt du? Willst du mich verarschen? Du willst mich doch nur verarschen. Verarschen. Da haben wir noch Raketen. Was wir mit den Raketen wohl machen werden. Eigentlich wisst ihr das ja schon. Ich brauche es euch eigentlich nicht erzählen. Ich habe es euch schon erzählt. So. Ich könnte mal ein bisschen Licht anschalten. Dann wäre es nicht so dunkel. Wobei, in Dunkeln ist gut munkeln, sagt man so schön. In Dunkeln ist gut munkeln. Da 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 da. Was? 120 brauchen wir dafür. Ja. Das ist ja mal eine Zahl, gell? Also doch ein bisschen mehr herstellen. Dann werden wir mit diesem Bar, was ich hier eingestellt habe, nicht weit kommen. So, runterfallen lassen. Dann Produktivität. Gehen wir auf 4, 1, 2. 1, 2. Und auf die Nummer 2 geben wir auch noch 200 dran. So, 400. Ich finde das scheiße, dass hier die ganzen Rohstoffe alle so kreuz und quer sind, ehrlich gesagt. Dass sie nicht irgendwie geordnet sind oder so, dass man sagt, alle. Ja, ihr wisst schon. Raffinerien hintereinander oder alle. Ich weiß erklären. Alle Assembler hintereinander, also Fertigungsroboter, nennen sich die Dinger ja mittlerweile. So, die Batterien sind rot. Warum sind die eigentlich rot? Die sollten sich aufladen. Komm. An, Halbautomatik, stellt auf, wenn die gespeicherte Energie ist. Stellt auf entladen, wenn die gespeicherte Energie maximal ist. Ne, nur aufladen mal. Aufladen. Genau, jetzt ist der rote Balken weg. Die sollen sich aufladen und sollen sich nur in Not, wenn das Schiff keinen Reaktor mehr hat, warum auch immer, als Notstrom entladen werden. Damit wir vielleicht noch in letzter Sekunde wegkommen. Oder einfach zum Überleben Strom brauchen, so für Laptop laden und so, man weiß es ja nicht. Vielleicht will man dann noch ein Selfie schießen, das Handy ist leer. Da kann man dann auch schnell sagen, okay, kein Problem, wir schalten die Batterie ein, laden das Handy schnell auf, machen ein Selfie, laden es auf Facebook hoch und dann verabschieden wir uns. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, was man damit machen könnte. Ich hoffe nur, dass wir genügend Saft dann haben. Ich weiß gar nicht, wie viel eine Energiezelle produziert. Das müssen wir auch mal gucken.
Aber auf alle Fälle braucht sie ewig zum Schweißen. So, da fehlt dann. Jetzt mal gucken. K. Aufladen. Speicherbare Energie. Ein. Was? Ein Megawatt? Was ich mich frage ist. Achso, sie lädt. Ja, passt. Das ist mal gut. Dann tun wir die auch aufladen. Aufladen. Benötigte Zufuhr 4 Megawatt. Wie viel produziert der Kandak hier? Entschuldigung, muss das sein? Der produziert maximal Ausgabe 800 Megawatt, derzeit Ausgabe 17 Megawatt. Alter Schwede! Jetzt überlegt mal. Das ist eigentlich schon eine Zahl, oder? Gerade gucken, aha, passt. Also. So viel Megawatt, wenn ich mir so denke, die Station produziert, ich glaube, 10 Megawatt insgesamt. Coole Sache. Also ich hoffe, dass wir mit dem Reaktor wirklich ohne Probleme die ganzen Triebwerke am Laufen halten können. Sonst müssen wir halt gucken, dass wir einen zweiten Reaktor bauen oder einen größeren. Ich glaube eher einen größeren. Was ist jetzt der achtfache und ich glaube, es gibt bis zu 100-fach oder was? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie groß der war. Aber wir können ja gleich mal nachschauen. Oh, Reaktor. 100-fach. Guckt euch mal das auf der Rechte an. Wir brauchen 3000 Computer. 800 Motor. 3200 Arc-Reaktor-Komponenten. Alter, das sind ja Stunden. Stunden, wirklich. 1600 Starrohr. 2800 Herstellungskomponenten. Aber man natürlich, abgesehen von der Power, die der dann hat, gell, braucht man gar nicht reden. Also. Aber da ist halt auch die Frage, ob man das wirklich noch braucht. Vielleicht ein Kreativ. Naja, aber Kreativ bringt ja auch nichts da. Na doch, ja. Ich glaube, Kreativ hat trotzdem überladen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da nicht so involviert, sagt man so schön. Weil ich in Kreativmodus nicht spiele. Ich habe meinen Kreativmodus gewechselt, um das Schiff da zu testen, irgendwie als Blueprint zu machen. Dann habe ich aber schon mal Fehlermeldungen bekommen, beziehungsweise Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wenn Sie in Kreativmodus wechseln, kann es dazu führen, dass Ihre ganze Welt kaputt wird, weil die ganzen Inventare geändert werden. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Der Computer sagt nein. Hallo, du sollst laden. Der Computer sagt nein. So, Burschen. Dann haben wir einmal die Olle fertig. Vielleicht setzen wir hier oben noch eine Reihe drauf. Da bin ich mir noch unsicher. Da möchte ich erstmal gucken. Jetzt haben wir 23 Megawatt. Ja, das ist eigentlich schon meine Hausnummer. 23, ne? Wer hat die? Hat von euch jemand die Hausnummer 23? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Dann haben wir wirklich eine Hausnummer. Dann ist der Reaktor eine Hausnummer. Vielleicht nicht die beste, aber ist er, ne? So, so. Und dann das hier. Müssen wir ein bisschen nachlegen hier. Ein Fuel. Ich weiß echt nicht, wie lange das haltet, das Fuel. Okay. Man 3, jetzt haben wir 7. Mal schaut, wie viel verbraucht der 1. 0, naja, okay, okay. Und das bei. Wartet mal, wie viel hat er jetzt insgesamt Produktion? Produktion 800 Megawatt. Also, jetzt überlegt euch mal, 800 Megawatt. Wir brauchen jetzt erst 23 Megawatt. Und er hat 800. Alter Schwede, ich glaube, ich kacke die Wand gleich an. Au, ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Traumhaft. Traumschiff Surprise. Also viel hat man eigentlich nicht gemacht in der Folge. Ich wollte eigentlich Triebwerke bauen, habe ich nicht gemacht, aber dafür haben wir jetzt Notstrom. Ich wollte nur noch gucken, wo wir das Cockpit am besten hinbauen. Das ist so eine Sache. Ich glaube, das Cockpit werden wir dann hier hinbauen, genau hier. Eins höher gesetzt, so mittendrin, voll ummantelt mit Stahlplatten. Sicher, sicher. Oder wir bauen es genau hier zwischen den Türen rein. Da und da ein Cockpit und dann kann man hier durchgehen. Lack, klack. Nee, aber das ist mir zu riskant. Ich möchte hier schon einen Buffer haben.
und das hier hinten, aber ich möchte es auch nicht hierhin bauen, in der Mitte, weil sollte er hier durchschießen, ich glaube, durch die Türen kann er relativ schnell durchschießen. Und hier hätte er dann wieder 1, 2, 3, 3 Wände, die er durchschießen müsste, um das Cockpit zu erreichen. Na, mal gucken, was wir hier so genau machen werden. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ah ja, das Schiff habe ich auch gezeigt. Das ist so wenig haben wir gar nicht gemacht. Mir gefällt das Schiff soweit schon. Haut rein, Leute. Tschüss.